Ich erstmal hier verstanden. Bitte nicht Meeting verlassen. Genau. Und zwar ist diese nächste Stunde so ein bisschen dreigeteilt. Ich sage erst ein bisschen was zur Rolle der Kommunikation im Change, wie wir das verstehen oder wie es verstanden wird. Stell euch dann einen neuen Ansatz vor und zeige euch im Abschluss so ein bisschen, wie man, wenn man das mitbedenkt, Kommunikation im Change vielleicht ein bisschen anders machen kann. Oder sagen wir mal so, es werden dadurch nicht grundsätzlich andere Dinge getan, aber vielleicht setzt man die Ressourcen, die man hat, ein bisschen anders ein oder mit anderen Überlegungen. Die Miriam hat es eben schon gesagt. Wir wollen uns einen kleinen Überblick verschaffen, wer eigentlich so da ist. Ich bitte euch jetzt, dass ihr euer Handy zückt. Das dürft ihr jetzt ganz offiziell oder ein anderes Browserfenster aufmacht, dort menti.com eingibt. Und dann werdet ihr nach einem Code gefragt und den gebt ihr ein und dann werde ich hier gleich die Präsentation freigeben. Moment, da muss ich nämlich hier das erst präsentieren, sonst könnt ihr es nicht sehen. So, wenn ihr jetzt auf menti.com geht und den Code, der oben eingeblendet wird, eingebt, solltet ihr dieses Bild sehen. Und ich habe drei Fragen an euch und ich sehe, wie viele Leute mitgemacht haben. Insofern habe ich so ein bisschen Überblick, ob alle geantwortet haben. Und dann kommt die nächste Frage. Also die steuere ich. Ihr könnt nicht automatisch weitergehen. Die erste Frage ist, was trifft am ehesten auf dich zu? Einfach als was seid ihr hier? Manchmal ist man ja mehrere Dinge, aber guckt jetzt gerade aus dem Blickwinkel der Change Managerin oder der Beraterin oder man hat aktuell gerade einen Fall, in dem man Führungskraft ist. Ich gucke jetzt gerade mal, wir sind 25 Teilnehmer. Ich sehe unten 16. Je nachdem, wie viele Leute gerade teilnehmen, das sehe ich dann. Laut Slide haben 16 jetzt bis jetzt ihre Stimme abgegeben. Wir haben aber noch ein paar mehr Leute da. Deswegen warte ich jetzt kurz noch einen Moment. Wer frisch dazugekommen ist, zückt euer Handy, tippt in den Browser menti.com. Ihr werdet nach einem Code gefragt, der steht hier oben, 3271-3494. Und dann könnt ihr die Frage auswählen. Ihr müsst die Frage anklicken und dann ist unten meistens nochmal sowas, Eingabe oder sowas. Das muss man noch machen, damit es gezählt wird. 18 haben teilgenommen. Allerdings haben wir auch, ich bin ja auch im Meeting zweifach und nehme nicht teil. Miriam hat wahrscheinlich auch nicht teilgenommen. Dann gehe ich mal auf die nächste Frage. Das heißt, wir haben viele systemische Berater, tatsächlich auch Kommunikationsexperten. Es ist auch interessant zu sehen, dass wir tatsächlich auch Leute haben, die selbst im Change-Projekt sind und da Führungskraft. Das ist sehr interessant. Vielleicht mal kurz die Frage an die, die nichts des Genannten sind. Könnt ihr, wie würdet ihr euch bezeichnen? Drei Leute einfach kurz reinrufen. Ich war eine derjenigen tatsächlich und ich bin Organisationsentwicklerin intern in Okay, einem. gut. Ja, das stimmt. Hätte ich eigentlich auch noch aufnehmen können, ist auch naheliegend. Noch jemand von den anderen beiden möchte kurz sagen, was ihr seid, Ich bin oder? generell aktuell in so einem Change-Prozess und der ist noch offen und deshalb habe Okay. ich mich da zurückgehalten. Ah, okay. Gut. Darfst du gleich an anderer Stelle das sagen? Dritte Person? Na gut. Muss auch nicht sein, ist in Ordnung. Die nächste Frage. Kennt ihr eines dieser Change-Modelle? Wenn ihr es nicht kennt, dann kreuzt es einfach nicht an. Wobei ich jetzt gerade die Schwäche dieser Umfrage stelle, weil ich nicht weiß, ob ihr einfach keins kennt und deshalb nicht antwortet oder ob ihr, genau. Da könnt ihr auch alle ankreuzen, die ihr kennt. Da müsst ihr nicht eins auswählen. Okay, ja, ist ja doch gut bekannt. 16 Leute haben geantwortet. 17. Alles Experten hier. Super. Ja, wunderbar. Da kann ich mir auch viel Gerede sparen. Ich werde nicht alle Modelle vorstellen, aber ich werde auf den John Cotter Bezug nehmen. Und es ist gut zu wissen, dass einige mit dem vertraut sind, aber eben natürlich nicht alle. Das ist ja auch zu erwarten. Okay. Und die letzte Frage. Und hier, na, komm her. Wer ist aktuell in einem Change-Projekt involviert, als egal was?
Okay, also die Mehrheit ist aktiv involviert. Vielen Dank. Das ist für mich immer ein bisschen hilfreich zu wissen, wenn ich jetzt gleich loslege und erkläre, wen man so ungefähr vor sich hat. Eine Stunde ist nicht viel und man kann lange über Change-Kommunikation, über die unterschiedlichsten Dinge reden. Stellt gerne eure Fragen zwischendurch. So, ich gehe in medias res. Wollte ganz kurz sagen, der Change, von dem ich hier spreche, ist ein Change, der relevant für den Unternehmenserfolg ist. Und vor allem gucken wir darauf, dass Mitarbeiter in diesem Change in irgendeiner Weise anders in Zukunft arbeiten sollen. Das mal so ganz kurz als vorangeschickt. Das ist die Sorte Change, die uns hier interessiert. Die Rolle der Change-Kommunikation. Die war im klassischen Change Management eigentlich vor allem die des Hofberichterstatters. Es fand irgendein Change statt und die Kommunikation sollte darüber berichten. Das war sozusagen ein paralleler Arbeitsstrang. Und das war weniger jetzt eingebunden in die Unternehmensleitung, sondern es fand etwas statt, Kommunikation berichtet. In den 90er Jahren hat sich das geändert. Bis zu den 90er Jahren waren die Veränderungen in Unternehmen hauptsächlich Effizienzoptimierungen und ja, man hat sich da noch in relativ bekannten und überschaubaren Märkten bewegt. Das wurde dann in den 90ern anders. Da waren auch politische Weichenstellungen, große Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung, Märkte wurden liberalisiert. Man erinnere sich zum Beispiel an den großen Change, wie die Telekom vom Staatsunternehmen zum Börsenunternehmen geworden ist. Und dann wurden auch große Ziele ausgerufen, wie Internationalisierung und so weiter. Und der Weg dahin war gar nicht so einfach und von vielen Unwägbarkeiten begleitet. Es gab viele verflochtene Veränderungsprozesse, die auch teils Schlag auf Schlag waren, schwer zu überblicken. Eine sehr komplexe Situation. Und da war die Telekom jetzt nicht die einzige, sondern auch andere Unternehmen waren davon betroffen. Und dadurch wuchs der Kommunikation eine andere Aufgabe zu. Die sollte jetzt nicht nur über den Wandel berichten, sondern musste ihn auch vorantreiben, ihn ermöglichen und mitgestalten. Das heißt, die Kommunikation hat nicht mehr nur eine Support-Funktion, sondern wird zur Management-Aufgabe, zum Enabler mit des Changes. Und das bedeutet also in der Definition, so wie man es heutzutage versteht, dass Change-Kommunikation geplant und organisiert ist und strukturiert während eines Veränderungsprozesses und neben freier Information auch Dialogfunktionen hat und selbst involved ist, also selbst beteiligt ist und auch die Beteiligten und Betroffenen selbst involvieren soll. Diese Aufgabe wächst jetzt auch der Kommunikation zu, indem sie die Vision vermittelt, aber auch die Mitarbeitenden motivieren und mobilisieren soll. Das heißt, die Kommunikation trägt nach heutigem Verständnis wesentlich zum Gelingen des Veränderungsvorhabens bei und soll gleichzeitig auch so ein bisschen die Stimmungen und emotionalen Bedürfnisse erkennen, die im Unternehmen vorherrschen und das Management dann entsprechend beraten. Das heißt, sie stellt damit auch Instrumente bereit für die Mitarbeitenden, für die Führungskräfte. Und bindet das Top-Management auch systematisch ein. Das heißt, die Aufgabe ist wesentlich aktiver, als sie in der Vergangenheit war und involvierter. Das heißt gleichzeitig, dass die Kommunikation einen Platz am Tisch braucht, weiter oben. Nicht als ein Teilprojekt von irgendwelchen, sondern sie muss mit oben am Tisch sitzen und über die aktuellen Geschehnisse informiert sein und auch ihren Erkenntnisse einstreuen, damit sie die Aufgabe wahrnehmen kann. Das ist natürlich schwierig, denn alle erheben irgendwie den Anspruch, dass gerade ihre Rolle zentral ist für das Gelingen des Projektes bei der Kommunikation. Wenn man die als wir machen erstmal und irgendwann mit kommuniziert ansieht, ist eigentlich ein Change-Projekt inzwischen zum Scheitern verurteilt. Jedenfalls, wenn es ein größeres Change-Projekt ist, was verändertes Mitarbeiterverhalten erfordert oder womöglich auch einen gewissen Kulturwandel. Ich komme auf klassische Modelle. Da ist der Kotter ja einigen bekannt.
die Change zum Gelingen verhelfen sollen. Das ist jetzt kein Modell, wie mache ich Kommunikation, sondern es ist ein Modell, wie gelingt Change. John Cotter hat 95 untersucht, warum so viele Change-Projekte scheitern. Und er hat da 8 Gründe gefunden und die hat er dann weiterentwickelt in 8 Phasen des Changes, wie wenn ich diese Phasen abarbeite, sozusagen eine Unternehmen zur gelungenen Veränderung verhelfen kann und auch zur grundsätzlichen Veränderungsbereitschaft. Er hat das Ganze dann in eine sehr hübsche Fabel, in ein hübsches Buch gekleidet. Und diese Fabel erzähle ich euch kurz, dann versteht ihr, wie das Modell funktioniert. Und ihr könnt so ein bisschen auf den Stufen mitverfolgen. Dann versteht ihr, wie die Stufen sind. Und zwar hat er erzählt das anhand einer Eisbergkolonie, einer Pinguinkolonie, die auf einem Eisberg wohnt. Und einer, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, nennen wir ihn Axel, stellt fest, einer der Pinguine, unser Eisberg schmilzt. Die Sorge ist jetzt nicht, dass dieser Eisberg wegschmilzt, sondern die Sorge ist, dass wenn was der Eisberg schmilzt, dringt Wasser in die Ritzen, das überfriert dann über Nacht und sprengt dann, dehnt sich wieder aus und sprengt dann den Eisberg und das ist das Problem. Und er erzählt es alles und alles sagt, ja, weiß nicht so richtig. Und dann erzählen sie es dem Council, dem Leadership von den Pinguinen. Und denen zeigen sie das dann nochmal mit einer Wasserflasche, die sie über Nacht mit Wasser füllen und die dann tatsächlich am nächsten Morgen zersprungen ist. Das heißt, die Führungsriege ist überzeugt, dass das jetzt dringlich ist, das Problem, und bilden eine Gruppe zusammen mit Alice und Axel und überlegen sich, wie sie aus dieser Situation jetzt rauskommen und beschließen, wir werden in Zukunft Nomaden. Wir haben nicht mehr unseren festen Eisberg, sondern wir müssen darauf eingestellt sein, dass wir in Zukunft unsere Eisberge wechseln müssen. Und dann berufen sie eine große Versammlung ein und kommunizieren diese Vision an die Eisbergkolonie, an die Pinguinkolonie. Dann ist es so, dass sie zur Tat schreiten müssen und wählen ein paar Pinguine aus und sagen, geht ihr mal los, ihr Scouts, und sucht einen neuen Eisberg. Und das machen sie auch. Und während die weg sind, ist natürlich so ein bisschen Unruhe. Was passiert jetzt? Das klappt das alles nicht und so. Aber eines Tages kommen die Scouts wieder und werden freudig begrüßt. Und die Führungsriege sagt, guck mal, das haben wir schon geschafft, diesen Quick Win haben wir geschafft. Die kommen zurück, die haben mehrere Eisberge gesehen, auf denen wir in Zukunft wohnen können. Wir müssen jetzt einen auswählen und wir müssen umziehen. Und das ist dann der große Change, den sie machen. Den machen sie auch und das gelingt auch. Und sie stellen fest, wunderbar, wir haben einen neuen Eisberg gefunden. Es ist uns gelungen, umzuziehen. Und in Zukunft ist es für uns auch möglich, als Nomaden zu leben. So die Theorie. Und das Interessante ist für uns Kommunikateure, dass das Stichwort Kommunikation auf Stufe 4 fällt. Vision des Wandels kommunizieren und davor ist noch nicht so richtig die Rede davon. Und in der Tat hat früher Change oft so stattgefunden. Führungsrieger hat irgendetwas erkannt und irgendetwas entwickelt und es dann eines Tages der Belegschaft kommuniziert. Es ist natürlich so, dass ich trotzdem an den verschiedenen Stufen kommunizieren kann und muss. Bei der ersten Stufe zum Beispiel auch das Risiko der Nichtveränderung mit kommunizieren. Ich muss bei Vision und Strategie vielleicht den Projektstart schon kommunizieren. Vielleicht will ich an der Stelle schon Partizipation und später dann natürlich auf anderen Stufen habe ich alle möglichen Kommunikationsanlässe. Da möchte ich jetzt gar nicht so richtig drauf eingehen. Mich interessiert vielmehr, was passiert eigentlich dann insgesamt mit dem Change. Es wird ja immer gesagt, so und so viel Prozent der Veränderungsprojekte in Organisationen scheitern. Gern mal reinrufen, was ihr glaubt, wie groß die Zahl ist oder vielleicht das auch kennt. Das wird ja immer wieder zitiert. Einfach mal reinrufen. 70%. Würde ich auch sagen. Oder 75 sogar, ja. Korrekt. Mit dieser Zahl sind Michael Hammer und James Ciampi 1993 rausgegangen. Und haben das auch darauf zurückgeführt, dass einfach Widerstand gegen die Veränderung von den Mitarbeitenden kommt, man in alte Muster zurückfällt und dass deswegen das scheitert. Das war wahrscheinlich auch Motivation für John Cotter, da was zu tun. Allerdings, trotz John Cotters klaren Plan, hat sich das heute nicht viel geändert. Ich glaube, es gibt keine systematische
Untersuchung oder ist mir jetzt keine aktuelle bekannt. Aus dem eigenen Erleben denke ich, ja, ist irgendwie wahr. Was heißt eigentlich scheitern? Da muss man ein bisschen gucken, was man damit meint. Ein Projekt kann scheitern oder auch nicht scheitern. Meistens, da gibt es unterschiedliche Dynamiken. Das heißt, der Wandel kann gleichzeitig gelingen und misslingen. Denn was die Wirkung betrifft, es ist leichter, also bestimmte Strukturen zu verändern, Methoden, Systeme, organisatorische Strukturen. Und das wird meistens auch durchgezogen und gelingt beim Wandel. Was allerdings die Veränderung von Verhalten betrifft, noch viel stärker Einstellungen und Werte, das hinkt meistens hinterher und das ändert sich dann doch nicht in dem gewünschten Maße. Und an dieser Stelle scheitern meistens die Vorhaben. Wenn man Pech hat, werden auch die Strukturen nicht geändert. Manchmal sind die Strukturen zwar geändert, das Intranet ist eingerichtet, aber die Mitarbeitenden nutzen es doch nicht so oder haben nicht den Nutzen davon, den man sich ursprünglich erhofft hatte. Das heißt, ein Change, der nur Methoden und Strukturen verändert, ist eigentlich nicht vollständig vollzogen. Und jetzt möchte ich euch einen neuen Ansatz vorstellen, einen neuen Blickwinkel, der vielleicht hilft, uns diese Zwischenfrage habe ich kurz eingeblendet gesehen, aber ich habe die Frage nicht gesehen. Ja, kurze Zwischenfrage. 1993 sind genau 30 Jahre. Gibt es hierzu eine weitere Zahl, beziehungsweise ist es heute identisch? Fragt Nina. Weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert. Genau. Ich kann es nur aus eigenem Erleben sagen. Tina hebt die Hand. Ja. Tina, möchtest du Ja, beitragen? wie. Ja, genau. Ich habe nämlich gerade die Zahl recherchiert. Also es gibt eine McKinsey-Studie aus, glaube 2018 oder 19, also irgendwas so 2010er Jahre. Und es gibt eine Porsche Consulting-Studie aus dem letzten Jahr. Die ist vor einem Jahr rausgekommen. Die gibt es exklusiv im Manager-Magazin, glaube ich. Ja, also die Zahl 70 stimmt immer noch, manchmal sind es 75, aber es gibt verschiedene Studien, die man im Netz findet. Einfach McKinsey-Transformation oder Porsche Consulting-Transformation, da kommt man zu den Artikeln. Ja, Okay, super. danke Vielen schön. Dank. Das ist auch ja absolut richtig. Wenn ich schon eine Zahl nenne, kann ich es auch aktualisieren. Das hat mich jetzt in dem Fall auch weniger als Zahl interessiert, als grundsätzliches Phänomen, was ich täglich in meiner Arbeit auch erlebe. Aber herzlichen Dank, dass du das aktualisiert hast hier. Genau. Diesen neuen Ansatz für mehr Erfolg, der heißt Resonanz und stammt von dem Soziologen Hartmut Rosa. Mal kurz per Handzeichen, wer kennt Hartmut Rosa und Resonanz? Gibt es da jemanden? Macht mal das mechanische Handzeichen, das sehe ich dann besser. Oder im Chat posten, meinetwegen, zwei Teilnehmer im Land. Okay, gibt ein, zwei, die schon davon gehört haben. Ich erkläre kurz, was Resonanz physikalisch überhaupt bedeutet. Und zwar ist für so eine Resonanz in der Physik die Beziehung zwischen zwei schwingungsfähigen Systemen. Das heißt, ein Schwinger bringt ein anderes System dazu, in dessen Eigenfrequenz mitzuschwingen. Das heißt, bei einer Stimmgabel kennt man das, man schlägt sie an, wenn man sie klingt ganz leise, man hört es fast nicht, man hört sie vielleicht nur am Ohr. Wenn ich sie aber auf einen Kasten stelle, klingt sie plötzlich laut. Und das ist einfach so, weil die Schwingungen von der Stimmgabel Luftwellen ausbreiten und dann einen Resonanzboden, der die gleiche Frequenz hat, mit in Schwingung versetzen und dadurch verstärkt sich das Ganze. Das heißt, eine Resonanz ist kein Echo, sondern eine Antwort auf eine Schwingung, auf einen Impuls. Und ich habe hier ein Beispiel. Moment, das muss ich jetzt mal kurz gucken. Habe ich hier den Ton noch mit? Muss ich mich da irgendwie beim Teilen, muss ich da den Ton einstellen? Ich weiß nicht genau, ob das jetzt funktioniert. Man auch den Ton hört. Ton freigeben, genau. So, das spiele ich mal kurz vor. Da wird das gezeigt, dieses Phänomen.
Also was ihr hier seht, ist, dass wenn ihr Metronome mit gleicher Taktzahl, aber unterschiedlichen Frequenzphasen auf einen Resonanzkörper stellt, in diesem Falle hier auf dieses Brett, dann stellen die sich mit der Zeit auf die gleiche Frequenz ein und das ist Resonanz. Das funktioniert, indem jedes Metronom seine Energie an das Brett abgibt und das Brett diese Energie wieder zurückgibt und die sozusagen in diesem Antwortverhältnis dann auf Resonanz gehen und den höchsten Ausschlag und den Gleichschlag dann erreichen, eben wenn sie sich alle synchronisiert haben. Und das ist physikalisch kompliziert zu erklären, aber es funktioniert in dem Moment, wenn die Frequenz gleich ist oder fast gleich und der passende Resonanzboden gefunden ist. Übertragen auf das, was uns heute interessiert, hat Hartmut Rosa eben dieses Resonanzverhalten als Metapher gefunden. Und zwar seine Fragestellung, er ist ja Soziologe, seine ursprüngliche Frage lautete, was sind denn die Bedingungen des guten Lebens und Arbeitens in unserer Zeit? Seine Antwort war eben, das ist eine Frage von Beziehungen zwischen Mensch und Welt. Wie erschließt sich der Mensch die Welt? Wie entwickelt er sich? Wovon hängt sein Wohlbefinden ab, seine Arbeitsfähigkeit, sein Glück? Und seine Antwort war eben von einer Resonanzbeziehung. Und diese Resonanzbeziehung nennt er auch Antwortverhältnis. Ich erkläre kurz, was er damit meint. Er sagt, dass Menschen grundsätzlich Resonanzwesen sind, die in Antwortbeziehungen leben. Das Baby bei der Fütterung ist ein erstes Beispiel. Ein Baby entwickelt sich gut, wenn es gefüttert wird und Bezugspersonen und das Baby miteinander dann in Resonanz sind. Die lachen, schieben den Löffel, Baby macht Mund auf, kriegt noch einen extra Löffel, also kann auch ein bisschen steuern, was die Person macht. Die Person lacht vielleicht, macht selber den Mund auf, Baby imitiert. Also da passiert ganz viel. Es ist eine Antwortbeziehung. Entscheidend ist, dass diese Antwortbeziehung von wechselseitigem Interesse gekennzeichnet ist, von einer Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, wenn ich selber den Mund aufsperre, kommt auch ein Löffel. Und von der Autonomie. Und das ist ganz wichtig. Es ist kein pavlovsches Reagieren, sondern es ist autonom und selbstwirksam. Und genau so lernt und entwickelt sich der Mensch. Und zwar auch nur auf diese Weise. Es gibt ja etwas beunruhigende Forschungen, die eben zeigen, dass es nicht reicht, Baby nur mit Kalorien zu versorgen und Vitaminen und dann entwickelt sich es schon. Oder Kinder irgendwo wegzusperren und dann lernen sie schon Sozialverhalten oder Sprache, das funktioniert nicht. Die Fütterungsbeziehung ist ein frühes Lernen und hilft dem Baby zu wachsen und zu gedeihen. Und das setzt sich im späteren Leben weiter fort, durch Spielen, durch Tanzen, aber eben auch im gemeinsamen Arbeiten. So arbeiten wir gut, wenn wir in Resonanzbeziehungen stehen. Und diesen Ansatz übertragen wir jetzt auf den Change. Wir suchen beim Change auch Resonanzbeziehungen. Es ist leider nicht so einfach, dass wir sagen, okay, dann machen wir jetzt Resonanz, weil ein unangenehmes Element von diesen Resonanzbeziehungen auch die Unverfügbarkeit ist. Das heißt, ich kann nicht sozusagen, es gibt da kein Ursache-Wirkungsprinzip. Ich kann niemanden auf der Party zwingen oder irgendwas machen, dass der sich amüsiert und mitfeiert. Ich kann den Boden bereiten, aber ich kann es nicht erzwingen. Es gibt kein klares Wenn-Dann. Wenn das so wäre, dann hätten wir alle unsere Traumpartner sofort, weil wir dann die Personen, die wir uns auf Anhieb verlieben, dazu bringen könnten, mitzuschwingen sozusagen. Aber dieses Element der Unverfügbarkeit gibt es eben in der Resonanz, weil keine einfache Ursache-Wirkung-Beziehung da ist. Und das ist auch unsere Kritik an klassischen Change-Modellen, die suggerieren, es gibt eine einfache Ursache-Wirkungsprinzip. Und das ist oft bei den Stufenmodellen der Fall. Kotter ist einer, es gibt andere, dass ich bestimmte Dinge zu bestimmten Zeitpunkten mache und alles andere stellt sich dann ein. Okay, was kann ich jetzt machen, wenn ich weiß, Resonanz ist gut, aber ich kriege es nicht einfach so hin? Ich kann die Fähigkeit zur Resonanz entwickeln, überhaupt die Sensibilität. Ich kann analysieren, wo Resonanz vielleicht verloren geht in einem Prozess. Und dann der Resonanz wieder den Boden bereiten, die Bedingungen schaffen, unter denen Resonanz überhaupt entstehen kann.
Und dazu ist es hilfreich zu gucken, in welchen Dimensionen diese Resonanz, ein bisschen abstraktes Konzept, überhaupt zu spüren ist, wo sie eben verstärkt werden kann oder wo sie auch verloren gehen kann. Und Rosa hat die an drei Achsen gesehen. Einmal nennt er das die Beziehung zu den großen Kollektivsingularia, bisschen komplizierter Begriff. Was er letztlich damit meint, ist Natur, Kunst, Spiritualität. Bezogen auf den Unternehmenskontext wäre das Leitbild, Vision, wofür steht das Unternehmen, was ist so das große Ganze. Gerade Leute, die in einer Startup arbeiten oder für Unternehmen, mir fällt gerade das Wort nicht ein, NGOs oder sowas, die haben ja oft eine sehr große Identifikation mit dem Unternehmen. Da ist auf dieser Achse hohe Resonanz. Dann gibt es aber auch noch die Achse der Beziehung zwischen den Menschen. Also das kann die Familie sein, Partner, können aber auch Vorgesetzte sein im Unternehmenskontext oder Kollegen oder zum Beispiel Menschen im Ehrenamt, Stiftungen, genau, nach dem Wort habe ich gesucht. Danke, Mina. Und dann gibt es die dritte, die diagonale Achse, die zwischen Dingen und Tätigkeiten sind. Das Handwerker zu ihrem Werkstück oder ja, auch durchaus, wie arbeiten wir im Büro, wie stehe ich zu meinem Computer, wenn der dauernd nicht funktioniert oder ich mit dem Programm nicht umgehen kann, dann ist da vielleicht Resonanz gestört. Neben diesen Resonanzbeziehungen gibt es eben dann auch am anderen Ende stumme und rein funktionale Beziehungen. Das heißt, hier werden die Ziele nur durch Machtausübung erreicht und durch Dominanz. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Orchester. Stellen Sie sich vor, eine Geigerin, also Bach-Oratorium steht auf dem Programm. Eine Geigerin hat gut geübt, liebt das Stück, kommt freudig in die Proben und zum Konzert. Kann gut mit ihren Kolleginnen und fände das toll, wie der Dirigent das spielt. Da sind alle Achsen resonanzmäßig auf Anschlag. Sie liebt das Stück, Kollektivsingularia, sozusagen die Kunst, das Stück. Sie ist gut mit ihrer Geige, sowohl von der Fähigkeit als auch vom Ton her und kann gut mit den Beziehungen und den Menschen und dem Dirigent. Und wenn das bei allen so ist und bei dem Orchester so ist, dann tritt auch das Orchester in Resonanz mit dem Publikum. Das merkt man ja. Wir waren alle schon bei Konzerten, wo irgendwas der Funke übergesprungen ist, wo man nicht nur so abstrakt bewundert hat, dass es ja sehr professionell gespielt ist, sondern wo ein Funke übergesprungen ist. Umgekehrt springt er eben nicht über, wenn die Beteiligten das Stück hassen, weil es ihnen zum Hals raushängt, sie vielleicht eine Leihgeige haben, die nicht den Ton bringt, den sie gewohnt sind und auch zwischen dem Dirigenten und dem Orchester, das überhaupt nicht funkt, auch das überträgt sich. Und da gehen dann die Resonanzachsen zurück. Uns interessiert ja jetzt die Unternehmenswelt. Und da können wir klar sehen, dass dass die Resonanz nicht ein Entweder-Oder ist, sondern etwas, was sich graduell bewegt. Und da hat ein anderer Organisationsberater da so sechs Stadien der Resonanz in Unternehmen ausgemacht. In dem Moment, wo ich in meiner Arbeitswelt in hoher Resonanz bin, fühle ich die Verbundenheit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, bin im Flow, in der Hingabe, in der Begeisterung, identifiziere mich mit den Unternehmenszielen. In einem gut funktionierenden System, das ist von Vertrauen geprägt, von Weiterentwicklung, in einem Element der Routine ist eine neutrale Stimmung. Man arbeitet ergebnisorientiert, das ist alles okay. Diese oberen Kreise sozusagen, Ausschläge, da bin ich noch nah an der Resonanz und in einem resonanzfördernden Umfeld. In den engeren drei Kreisen geht die Resonanz nach und nach verloren. Das heißt, eine Dysfunktionalität zeichnet sich durch Konkurrenz- und Silo-Denken aus, durch eine Überlastung. Das mag dann bis zu einem Auflösen gemeinsamer Werte gehen in der Dissonanz, zu einer Feindseligkeit und dann zu einer vollständigen Verstummung der Resonanz, zu einer Entfremdung und Kälte und Einsamkeit gefühlen. Und an dieser Stelle kann ich durchaus mal gucken, wie sieht es denn in meinem Unternehmen aus und das mal kurz analysieren. Das machen wir jetzt mal. Wir sind zwar nicht alle im selben Unternehmen. Insofern sind das tatsächliche Ergebnis ist insofern nicht aussagekräftig, aber ich möchte das gerne mal mit euch kurz durchspielen. Geht mal wieder auf Mentimeter in eurem auf eurem Handy und dann spiele ich euch eine zweite
Sache vor, Moment, ich muss es gerade kurz vorbereiten. Ihr geht wieder auf Mentimeter, diesmal habt ihr aber einen etwas anderen, so ist denn das jetzt hier? Ich kann es gerade nicht ändern, ja, jetzt geht's. Ihr habt diesmal einen anderen Code, tippt nochmal neumenti.com ein, frisch. Und gebt den neuen Code ein, 8745-5839. Dann müsstet ihr auf dieses Sentimentanalyse kommen. Und die erste Frage, ihr beantwortet jetzt einfach für euch. Es ist anonym, keiner wird je die Antworten sehen. Wir machen auch nichts weiter damit. Wir sehen jetzt nur mal im Prinzip, wie könnte so eine Kurzanalyse, so ein Check-in funktionieren. Ich lasse jetzt erstmal die Antworten noch nicht sichtbar werden. Also ihr vergebt euch nichts, wenn ihr hier antwortet. Es ist einfach für uns ganz interessant, mal zu sehen, wie sich sowas in der Gruppe verteilt. Es sind 24 Teilnehmer, 12 haben geantwortet. Okay, dann nochmal die zweite Frage. Welches Wort beschreibt am besten, wie du deine Tätigkeit derzeit empfindest? Und die dritte Frage, welches Wort trifft am besten auf dein aktuelles Verhältnis zu deinen Kolleginnen und Kollegen zu? Ich stelle bewusst die Antworten aus, weil man sich immer so beeinflussen lässt, wenn andere was schreiben, traut man sich dann nicht mehr, was ganz anderes anzukreuzen. Aber ich sage auch kurz Zeit, damit wir noch ein bisschen Zeit für den Austausch haben. Ja, Zeit ist knapp. Okay, dann gucken wir. Also Kolleginnen und Kollegen, ihr erinnert euch, das ist die horizontale Achse, das Verhältnis zu Personen. Und da sieht man, okay, die oberen, also was jetzt hier die rechten drei Elemente sind, wären die, wo man sagt, da ist Resonanz so zum Teil sehr gut, aber zumindest im resonanzfähigen Feld. Die unteren drei wären die, wo ich sage, wo ich Alarmzeichen setze und sage, okay, da ist schon was verstummt und da muss ich was machen. Es könnte mir jetzt entweder zu Beginn eines Change-Prozesses der sozusagen die Basislinie geben und sagen, okay, die Mehrheit fühlt sich sehr wohl, ich muss aufpassen, dass ich das nicht zerstöre. Oder eben, ja, ohne Resonanz geht nichts, so ist es. Wenn ich weiter später im Prozess sehe, okay, da kippt mir hier was ab, da muss ich meinen Blick hinwerfen. Hier ist das Beispiel, das war die diagonale Achse, sozusagen das Werkstück. Auch hier kann ich dann sehen, okay, wie fühlen sich die Leute im Moment mit ihrem Job? Das ist hier nicht ganz das Gleiche, aber die Mehrheit befindet sich auch hier in einem Resonanzverhältnis, was so ganz gut ist. Die oberen drei sind immer so ganz gut. Und die Identifikation mit dem Unternehmen ist in diesem Falle auch größtenteils ganz gut. In diesem Falle haben wir auf allen drei Achsen ähnliche Ergebnisse. Das heißt, ich hätte jetzt nicht eine Achse, wo ich sage, da muss ich meine Hauptressourcen drauf werfen. Aber das Interessante ist natürlich auch, solche Fragen häufiger zu machen. Und dann zu sehen, ob sich da vielleicht Veränderungen ergeben haben, ob es sich etwas verbessert hat oder ob etwas zu verstummen droht und ich da mehr Ressourcen reinwerfen muss. Okay, das nur mal so als kleiner Impuls. Wie kann ich relativ schnell mal gucken, wie sieht es denn in meinem Unternehmen so aus mit meinen diversen Achsen? Ich werde euch jetzt noch, wir wollen ja schließlich auch über Kommunikation reden, noch drei Dinge mitgeben, wie ihr eure Kommunikation im Change resonant anlegen könnt.
Das heißt, ihr müsst Sinn stiften, ihr müsst die Beweger bewegen. Wir wissen, ohne eine Stimmgabel, ohne einen Impuls, ohne jemanden, der sich bewegt, kann ich auch keine Resonanz erzielen. Das heißt, ich muss die Führungskräfte in den Fokus bringen und es gibt bestimmte Dinge, mit denen ich ins Schwimmen kommen kann. Die stelle ich euch kurz vor und dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit für eure Fragen oder Reaktionen darauf. Change Story kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mit Change grundsätzlich ja zu tun habt. Ich kann die Wichtigkeit nicht genug betonen. Na, es ist nicht direkt einfach zu tun, aber es ist, das Modell ist einfach. Was sich an Simon Sinek, dem Unternehmensberater, orientiert, der 2009, glaube ich, den TED-Talk gegeben hat, in dem er erklärt hat, dass ein Unternehmen dann floriert, wenn es von innen nach außen heraus die Fragen warum, wie und was beantwortet. Er sagt das Beispiel an Apple, was sich von einem reinen Computerhersteller zu einem Unternehmen gewandelt hat, was die ganze Musikindustrie revolutioniert hat und wir heute noch Apple-Produkte gerne kaufen. Und das, ich glaube, gerade heute kam die Nachricht, das ist eines der umsatzstärksten Unternehmen nach wie vor. Von IBM, einem reinen Computerhersteller, kaufe ich bestimmte Produkte gar nicht ab, auch wenn sie die genauso gut herstellen könnten wie Apple. Und so ist es auch bei der Change Story. Die ist dann am wirksamsten, wenn sie von innen nach außen erzählt wird. Warum braucht es denn die Veränderung? Und dann, wie sie vonstatten gehen soll und was verändert werden soll. Sehr oft kommen Unternehmen und sagen, wir werden in Zukunft ein Shared Desk System haben. Und so funktioniert das. Und dann macht sich aller möglicher Widerstand breit. Und das liegt nicht zuletzt daran, weil die Leute den Sinn nicht verstehen, warum das jetzt so sein soll. Und der Sinn ist nicht, weil wir Geld sparen müssen. Es muss einen anderen Sinn geben. Es muss einen Sinn geben. Geld sparen per se ist ja keine, was soll das? Habe ich halt Geld gespart. Ein Unternehmen ist auch nicht dazu da, um Geld zu verdienen. Ja, klar, natürlich auch am Ende. Aber es muss noch einen anderen Sinn geben, warum gerade dieses Unternehmen so agiert, wie es tut. Und es gibt auch hinter Shared Desk andere Vorstellungen, warum man dieses System macht und nicht ein anderes. Und das muss man den Leuten erklären, weil was oft ausgerufen wird von wegen What's in it for me, lässt sich halt nicht bei jedem Change beantworten. Es gibt Changes, die für mich persönlich nicht von Vorteil sind. Wenn ich aber den Sinn hinter dem Change verstehe, kann ich ihn mitgehen, weil ich sage, ja, okay, auch wenn das für mich gewisse Nachteile unmittelbar birgt, verstehe ich, dass es für das Gesamtunternehmen oder für die Gesellschaft gut ist und ich kann das akzeptieren. So eine Change Story zu formulieren, ist nicht einfach. Es ist auch wichtig, sich da die Zeit zu nehmen und die Basisgeschichte sollte auch erstmal einfach nüchtern als Basisdokument erklärt und abgestimmt werden. Dann können sich daraus weitere kreative Dinge ergeben, wie eine Metapher, eine Heldenstory, Entschuldigung, ein ganzer Film, ein ganzes, ja, eine ganze Erlebniswelt mit Bildern, wiederkehrenden Symbolen, die Rakete, der Raketenstart. Das kommt dann alles. Aber erstmal muss ich nüchtern als Basisdokument Antworten auf diese Fragen haben. Dann erzeuge ich Resonanz. Dann gibt es keinen unbewegten Beweger. Ich muss die Führungskräfte mit einbinden. Diese Untersuchung hier, die ich zitiere, hat herausgefunden, dass medienvermittelte Kommunikation über Intranet, Newsletter und Magazine nur 7% der Befragten sind dadurch oder hat man untersucht, gehe jetzt nicht auf Details ein, ist auch egal, jedenfalls verändern dadurch ihr Verhalten hingegen. In der direkten Kommunikation mit der Führungskraft verändern 61% ihr Verhalten. Kann man gut nachvollziehen, wenn meine Führungskraft sagt, ach, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Komm, das sitzen wir jetzt mal aus. Klar, mache ich natürlich auch nichts. Da kann noch so blumige Prosa in den Medien, in meinen Unternehmensmedien stehen, wie es will. Die Führungskraft selber, ja, ich kann die Quelle angeben. Ich habe das zitiert aus diesem Buch hier. Ich weiß nicht, seht ihr mich gerade? Ich sehe mich gerade nicht. Und die ist da nicht sehr klar, aber ich kann das im Nachgang noch mal reinschreiben, wo ich es hier zitiert habe. Ich glaube, das eigene Erleben auch in Change-Projekten zeigt uns, dass es tatsächlich so ist, dass wenn wir die Führungskräfte mitnehmen, dass es dann besser ist. Die Führungskräfte selbst stehen immer in der Spannung in einem Change-Prozess. Die haben selber das Tagesgeschäft zu leisten. Die wissen selber,
ja, wissen selber manchmal nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Und sie bekommen von der obersten Führungsebene relativ verquaste Management-PowerPoint-Folien und sollen das dann ihren Leuten erklären. So leicht funktioniert es nicht. Das heißt, ich muss der Führungskraft gut stützen, sowohl emotional als auch tatsächlich mit Kommunikationsangeboten, dass diese das dann weitergeben kann an ihre Mitarbeitenden. Und da hat sich in der Kommunikation eine Art Stufenleiter, die ich hier, ja, ich schicke Bücher noch mit dazu, mache ich Buchtitel hier. Ich habe diese Stufenleiter jetzt ein bisschen in konzentrische Kreise oder sind nicht konzentrisch, wie auch immer, in Schwingungskreise dargestellt, weil das für mich einleuchtender ist, weil eine Stufenleiter immer suggeriert, ich gehe auf die Informationsstufe und wenn ich die abgehakt habe, gehe ich auf die Erklärungsstufe und wenn ich das abgehakt habe, auf die Diskussion. So ist es nicht. Es ist so, dass ich eine gewisse Voraussetzung brauche, um auf die nächste Stufe zu kommen. Ich kann nicht über was diskutieren, wenn mir Informationen fehlen oder wenn ich gar nicht verstanden habe, worum es geht. Deswegen sind die kleineren Kreise Voraussetzungen für die größeren, aber sie verschwinden nicht. Ich brauche die Informationen, muss ich natürlich trotzdem nachhalten. Was heißt das konkret für die Kommunikation? Auf der Informationsbasis gibt es natürlich alle möglichen Mitarbeitermedien. Es gibt Videobotschaften, schwarzes Brett und so weiter. Auf der Erklärungsebene ist es besser, wenn ich ins direkte Gespräch gehe und diese Räume auch öffne, meist durch unmittelbar Vorgesetzte. Ich habe vielleicht Visualisierungen. In der Diskussionsphase trete ich vielleicht auch in größeren Rahmen, in einem Fishbowl oder über Social Media, über Veranstaltungen. Und in der Beteiligungsphase, da habe ich dann Workshops, World Cafés, Peer-to-Peer-Beratungen für Führungskräfte. Ich setze vielleicht ein Change Agent Network ein. Diese kurze Stunde erlaubt es mir jetzt nicht, diese ganzen Kommunikationsmaßnahmen noch aufzustellen oder darzustellen. Aber so sieht man so ein bisschen, welche Maßnahme vielleicht in welches Stadium passt und was ich wann, wo, wie angeben muss. Und dann komme ich eben in die Phase des Vorlebens. Letzte Folie, wenn ich von Information zur Beteiligung gehe, das ist nicht ganz die letzte Folie, aber die letzte inhaltliche Folie, kann ich auf der vertikalen Achse bezogen auf das Unternehmen die Unternehmensziele klären und vermitteln und in Stimmigkeit bringen. Das heißt, gucken, passt das eigentlich, was wir über uns sagen und was wir machen. Auf der diagonalen Ebene kann ich eben die Leute überhaupt befähigen, dass sie ihre eigene Berufsrolle ausüben können, auch klar darüber sein, was sie eigentlich zu tun haben und das wertschätzen und auf der horizontalen Ebene eben den angemessenen Kontakt ermöglichen, Psychological Security, oder wie heißt das nochmal, was diese Amy? Psychological Safety. Ja, das meinte ich, exactly, ja, danke. Das spielt da zum Beispiel rein, da kann ich das stärken. Zusammenfassend gibt es drei Dinge, die ich euch für Kommunikation im Change mitgeben will. Gebt der Resonanz eine Chance. Acht, guckt da drauf, mit einer kaputten Gitarre funktioniert es halt nicht. Und die kaputte Gitarre kann eben eine missratene PowerPoint sein, die sofort bei allen zumacht. Stiftet Sinn. Manchmal wird beim Change etwas ausgerufen, was im ersten Moment schön aussieht, aber dann so sinnlos ist oder zumindest so sinnlos erscheint, weil ich es nicht genug erklärt bekommen habe, wie dieses wunderschöne Tor auf leerem Feld, was zwar auf einem Weg steht, aber letztlich kann ich genauso gut außen rum gehen. Also diese Sinnstiftung über die Change Story ist wichtig. Und last but not least, lasst eure Führungskräfte nicht im Regen stehen. Die müssen letztlich den Change am meisten vorantreiben oder die sind eine entscheidende Schnittstelle und die muss ich gut fostern. Ich muss denen Kommunikationsmaßnahmen an die Hand geben. Ich muss vielleicht auch ein Netzwerk gründen, in dem ich die selbst noch stärke und dadurch auch mein Change kommunizieren kann. Das war's von mir im heißen Schnellritt. Es sind alles so Ideen angerissen. Für mehr ist jetzt nicht Zeit, aber wir haben noch ein paar Minuten für Fragen oder Kommentare.